Die kleine Stadt Wolfhagen in Nordhessen hat ehrgeizige Ziele. Bis 2015 soll die Energie aus 100% regenerativen Quellen kommen. Wolfhagen ist eine der 15 Städte im Bund, die für das Projekt Energieeffiziente Stadt ausgewählt wurden. Auch wenn Wolfhagen Spitze im Bundesvergleich mit Solarstrom ist, gibt es bei Windenergie noch regen Diskussionsbedarf. Wir sind ja dafür, dass wir auch Vorbelastete, dass wenn Windenergie in Wolfhagen eine große Rolle spielen soll, und wir sind nicht grundsätzlich dagegen, dass wir dann eben sagen, die Windenergie muss auf vorbelasteten Standorten, also im Gewerbegebiet zum Beispiel, oder auch bestehende Windparks ausgebaut werden und nicht in einem quasi Naturschutzgebiet, in einem Gebiet, wo rote Milane, Schwarzstörche, andere bedrohte Tierarten quasi Unterschlupf finden. Das ist der falsche Weg. Gut, das sind Fragen, die jetzt die Genehmigungsbehörden prüfen werden. Was geht nicht. Wichtig ist an dieser Stelle natürlich, dass wir das Gesamtkonzept der Stadt Wolfhagen im Auge haben. Und ich denke, es wird heute sehr präsent hier bei dieser Veranstaltung. Wolfhagen will sich neu positionieren. Wir wollen die regenerativen Energien nach vorne bringen. Auch da sind wir ja an der Stelle einer Meinung. Ja. Wir haben das Ziel, bis 2015 unseren Strombedarf für die Haushalte in Wolfhagen selbst zu produzieren durch regenerative Energien. Der Stadtverordnetenbeschluss ist dafür gefasst und da sind wir jetzt dabei, das zu entwickeln. Wir sind relativ weit vorangekommen. Im Bereich Photovoltaik liegen wir schon bei 8% der Stromerzeugung für Wolfhagen. Bundesweit ist ungefähr 1% angesagt. Und wir werden jetzt noch in diesem Jahr einen Solarpark in Betrieb nehmen, direkt an der Autobahn, sodass wir dann nochmal einen Sprung über die 8% hinaus machen. Aber das Ziel, die 100% Versorgung, wird nur mit Windenergie gehen. Unter dem Motto "Mehr als genug Energie" fand heute in der Stadthalle in Wolfhagen eine Ausstellung statt, wo Mann und Frau sich ausgiebig über das Thema Energiesparen informieren konnte. Ein elektrisierendes Erlebnis war zweifelsohne der Tesla Roadster. Ihm gelang das Spagat zwischen Ökoanspruch und Fahrspaß mit 300 PS und einer Beschleunigung von 0 auf 100 in 3,9 Sekunden. Also dieser Trockner hat nur noch 1,9 Stromverbrauch für einmal trocknen. Der gleiche Trockner mit der gleichen Funktion hat 4,4. Also weniger als die Hälfte Stromverbrauch können Sie mit diesem Trockner erreichen. Das ist genial. Die Firma Hercules Elektronik bindet Umrüstsätze für Straßenlaternen an, für die Umrüstung von den herkömmlichen Leuchtmitteln auf LED-Technik. Wir können Komplettleuchten anbieten oder, wie hier dargestellt, für bereits vorhandene Lampenköpfe einen entsprechenden Umrüstsatz anfertigen, wenn er nicht schon in unserem Portfolio vorhanden ist. Der Vorteil von den LEDs gegenüber den herkömmlichen Natrium-Dampflampen und Quecksilber-Dampflampen ist schlicht und ergreifend die Effizienz der LED und somit die Energieeinsparung und auch dadurch gesteuert die CO2-Einsparung. Und nach so viel Energiebewusstsein bleibt nur noch zu hoffen, dass sich alle einigen, denn so schlecht sehen die Windräder doch auch nicht aus.